Die unglaublichen Missionen des Lofts. Sie sind noch lange nicht abgeschlossen. Viele, viele Missionen fehlen uns noch. Und eine davon ist die mysteriöse Kreisgalaxie. Die einzige Galaxie hier, die wir noch nicht betreten haben. Deswegen kümmern wir uns drum. Von der habe ich übrigens schon mal gesprochen, von dieser Galaxie. Und sie wird euch auch bekannt vorkommen. Der Weg durch den Superraum. Ja, der Superraum. Voller Super Saiyajins und Vegetas und Oma Kamex und Röhren und... Hey, Luigi. Ja, was ihr hier seht, ist noch der einfache Teil übrigens. Boden, der sich denkt, nö, ich hau lieber ab. Und heps. Wir laufen da aber einfach durch. Ah, ja, jabadabadu, herrlich. Ah, das, ha, war sehr gut, oder? Das war, Mann, war das aber. Das war aber, vielleicht war das aber. Und heps, und heps, und heps. Ja, viel kann ich jetzt nicht sagen, außer, weil man sich hier ganz schön konzentrieren muss. Aber ist ganz lustig, man denkt, bevor man gar nichts sagt, macht man lieber irgendwelche lustigen Geräusche. Wird schon passen, ja. Oh Mann. So, aufgepasst und, Luigi? 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 So. Das war jetzt gemein. Oh, was für ein Arschloch. So, okay. Der kriegt jetzt aber richtig Ärger. Und es kommt noch härter, das sage ich euch. So. So, Luigi. Na, ich glaube, ich lasse ihn doch in Ruhe. Er ist mir zu aggro. Oh Gott. So, Leute, der schöne Teil dieser Mission beginnt. Boioioing. Don Luigi und die Kettenhundfabrik lässt grüßen. Oh ja, das wird böse. Boioioing. Wir müssen nämlich, und das ist die Schwierigkeit, wir können nur durch diese komischen Gitter hier durch. Alles andere nützt uns nämlich nichts. Und wenn man dann mit der Feder nicht genau richtig abspringt, dann hat man ein Riesenproblem. Das geht aber hier noch. Jetzt kommt, glaube ich, gleich so eine Schaukel oder irgendwie sowas. Genau hier. Auf der jetzt zu landen, das war, glaube ich, im... Mussten wir das überhaupt? Ich glaube, wir mussten das, um hier rüber zu kommen, genau. Japs, mussten wir, oder? Ja, war zumindest der einfachere Weg, so wie es aussieht. So, aber wohin jetzt? Wohin jetzt? Durch die goldene Mitte. Ja, das hat gut funktioniert. Und die Münze schnappen. Und vor allem die vielen Sternteile schnappen. Und darauf hoffen, dass jetzt gleich irgendwas passiert. So, aufgepasst. Und heps. Und gleich haben wir es geschafft. Ja, sehr gut. Das hat viel besser funktioniert, als ich gedacht hätte. Das ist eigentlich eine ziemlich schlimme Geschichte, aber es hat gut funktioniert. Jetzt kommt aber noch das hier. Jetzt mussten wir wieder mit dem Boden ganz schön aufpassen. Ich weiß nämlich, ich kann mir diesen Weg nie merken. Ah. Okay. Einfach sinnlos drauf losspringen ist keine gute Idee, wie ihr seht. Aber mir ist es lieber, es passiert hier vorne, wie als ganz da hinten kurz vorm Ziel. Sag ich ganz ehrlich. So haben wir auch noch die Möglichkeit, ein paar Sternteile mitzunehmen. Darum ging es mir ja auch eigentlich. Und vor allem können wir uns jetzt den Weg schön merken. So, einmal rechts. Ja, Luigi. Das passt doch. So einmal um die Kurve. Nicht zu schnell, Luigi. Im Birdman-Modus diese Mission genießen. Herrlich. Ein absoluter Traum. So, aufgepasst, Leute.
Na, das passt. Ja, haha! Meine Rache an den Kamex! Sie wird furchtbar sein. Vor allem, weil ich weiß, was die Kamex mir in diesem Let's Play noch antun werden. Okay. Okay. So, welcher Weg jetzt? Ich glaube, es war der ganz links. Ja, es war der Weg links. Sehr gut. Und jetzt? Jetzt müssten wir gleich auf die rechte Seite. Irgendwie. So. Und je näher wir dem Stern kommen, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir ihn auch holen. Perfekt. Sehr gut. Eine nicht ganz einfache Mission, aber wir haben sie geschafft. Ich bin ja richtig in Fahrt, bin ich. Ja, unbedingt. Das eine da mit dem Kamek war auch fies. Aber konnte ja keiner rechnen. Aber immerhin ein Epic Fail, das muss man ihr wirklich falsch sagen. Oh Gott. So. Dann würde ich mal sagen, zum Entspannen gehen wir nochmal ins Höhlenverlies. Das sind nämlich eigentlich so ziemlich die einfachsten Missionen hier im Loft. Und schau mal, was wir da noch haben. Chachi und der unterirdische See. Die Frage ist doch, was ist ein Chachi? Und warum wohnt er in einem unterirdischen See? Und warum ist dieser Meeresganova wieder da und denkt sich, organisiertes Verbrechen muss auch in dieser Galaxie passieren. Ich bin der Pate. Und du hast zu tun, was ich dir sage, Luigi. Ey! Der Ganova ist im unterirdischen See aufgetaucht. Mau Mau spielt er dort unten, genau. Hallo, Mr. Krabs. Moment, Mr. Krabs. Mr. Krabs. Ich röste dich über Mau Mau. Genau. So. So, was ist mit dir los? Du hast Angst vor dem Ganoven? Ja. Der verpasst dir ganz schnell Zementschuhe. Ich würde aufpassen. Okay. Wir gehen eine Runde tauchen. Wir können es halt. Ist ganz wichtig. Wer würde es nicht tun, wenn er es könnte? Wir haben zwar keinen Panzer, macht aber nichts. Wir brauchen keine Luft. Nein. Das Einzige, was wir brauchen, ist Liebe. Und mit der Macht der Liebe und der Freundschaft werden wir auch diesen Ganoven ganz bestimmt besiegen können. Nicht wahr, Luigi? Spaghetti! Er antwortet einfach immer nur Spaghetti. Es ist... Ich verstehe es nicht. Gott, hoffentlich denke ich dran, den Audio-Spam einzubauen. Hey, du! Du schon wieder! Wenn du diesen See zurückhaben willst, musst du mir zuerst einen Gefallen tun. Schwimme durch die 8 Ringe. Ich lass mir auch nie etwas Neues einfallen. Ich hatte ursprünglich mal einen Panzer. Hallo? Bist du noch ganz bei Trost? Ich hatte mal einen Panzer. Das ist nicht nett. So. Komm, gib mir einen Ring. Ah ja, klar. Und du glaubst, das stellt ein Problem dar, ja? Ha! Ha! Jetzt bin ich aber ein bisschen zu nah an ihm ran und ich kann ihn. Oh nein! Hat aber gut funktioniert, trotz allem. Hat er irgendwo den letzten Ring? Nee, nee, dat. Okay. So. Aufgepasst. Sehr gut, wir haben es geschafft. Das war nochmal knapp eben mit dem letzten. Aber der Winkel, der war ja aber auch ganz schön spitz. Versprochen ist versprochen. Nimm dies mit dir. Ah! Oh! Der Penner. Du Penner. Er ist unbesiegbar. Weg hier. Niemand legt sich mit dem Paten an.
Oh Gott. Sehr gut, das ging viel schneller als erwartet. Das war ja heiß. Naja, so heiß war es eigentlich gar nicht. Sehr gut. Der nächste Stern ist eingesagt. 91 haben wir jetzt. Ich sage, Höhlenverlies ist wirklich noch das Softeste. Sozusagen das Softeis unter den... unter den Missionen hier. Ho, ho, ho. Ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Nein, machen wir jetzt noch nicht. Es gibt nämlich noch einen geheimen Stern hier im Höhlenverlies und ich würde mal sagen, den holen wir uns jetzt. Und zwar befindet er sich in der ersten Galaxie, in der ersten Mission. Der Zauberer auf dem Geisterschip. Warship. Das könnte eng werden. Aber gut, wir brauchen zuerst mal unsere Feuerpower wieder. Also, begeben wir uns wieder auf den Planeten voller Octagons. Oh man! Oh man! Octagon. Octagon. Oh man. Octagon. So. Das war's für euch. Und wir nehmen die Feuerblume mit. Und zwar so schnell wie möglich das Feuer anzünden, Luigi. Luigi kann's halt mit dem Feuer spielen. Haha! Und nicht mal diese Krabben können ihn aufhalten. Sie können's nicht, nein. Hab ich mal eben so entschieden. Daran wird auch dieser Kamek hier nichts ändern können. So, aufgepasst, Leute. Es gab hier nämlich unter Wasser, wenn ich es noch richtig weiß, einen geheimen Weg. Wenn wir nämlich nicht dem Pfeil hier folgen, sondern wo ganz anders hingehen. So müsste das, glaube ich, gewesen sein. Genau. Hier ist nämlich was Feines. Etwas ganz Feines. Ein Schiffswrack, das können wir sprengen. Ein Warship-Wrack. Ich weiß nur nicht mehr, wie wir es sprengen können. Haben wir dazu einen Panzer gebraucht? Würde wahrscheinlich Sinn machen. Nicht im Schiffswrack hängen bleiben, Luigi. Das wäre böse. Aufgepasst. Ja, da haben wir ihn, den Panzer. Das Gerät, was wir dazu brauchen, um glücklich zu sein. Aufgepasst, Leute. Haha. Gut, wir haben Energie verloren. So haha war das gar nicht. Aber das zählt ja nicht. Nein, das zählt nicht. Das habe ich mal eben so beschlossen. Geheimer Stern, wir kommen. Eine böse Geschichte übrigens. Eine sehr, sehr böse Geschichte, weil wir... jetzt immer hier zusehen müssen, dass wir, ja, die Gravitation sozusagen ändern müssen, können, wie auch immer. Dann klappt's nämlich auch mit dem Nachbarn. So sagt man im Volksmund. Ey, was? Das hätte jetzt aber klappen müssen. So. Der Geist verfolgt und so, was aber halt noch viel schlimmer ist, wirklich, ist dieses Vieh hier. Diese Stachelkugel. Und die geht mir gerade gehörig auf die Nüsse. Oh Gott. Locken wir erstmal alles hier hin. Kommt, folget mir! Ach scheiße, sie folgt mir nicht. Ah! Ey, das hätte doch... Wieso funktioniert denn das nicht? Das hätte aber jetzt wirklich funktionieren müssen. Oh Mann. Diese Mission kann nerven. Sie ist eigentlich nicht sonderlich schwer, aber sie kann nerven. Ja, so wie in diesem Fall. Okay, dann würde ich sagen, ist ein schöner Schlusspunkt. Schade, wir haben doch keine drei Sterne in diesem Part geschafft.
Es bleibt bei den 2 Sternen pro Part. Zunächst einmal, aber wir probieren es im nächsten Part erneut. Das kann doch nicht so schwer sein, Luigi. Probiere es noch einmal. Ciao.